So, wir sind jetzt im Jahr angefangen mit YouTube. Warte mal, in welchem Jahr, von welchem Jahr reden wir da, wo du selber Mit deine B-Slash? Oder was? B-Slash, wann war B-Slash B-Slash? Ah ja, circa? da war ich noch gar nicht fertig. B-Slash haben wir angefangen, weil wir halt viel zu cool fanden. Ja. Und da haben wir dann, da haben wir dann Battlefield 3 ganz viel hochgeladen. Und Ah. auch die DayZ-Mod damals. Ich habe, glaube ich, Ja. über 5000 Stunden in der DayZ-Mod oder so. Wirklich einfach nur in Chernarus von ich habe die Namen Elektro, von Elektro nach Norden, wieder runter zum Airfield, die ganze Zeit im Teer, Alter. Leid, War wisst das ihr, das mit den Zombies? ist das mit den Zombies gewesen? Genau. Und da habe ich extrem viel Zeit. Damals gab es auch noch so einen. Da habe ich auch extrem viele Dislikes gefahren, als ich das rausgefunden habe. Du konntest damals so in die YouTube-Tags, konntest du so Pizmeet reinschreiben und dann warst du in der Liste rechts daneben von Pizmeet immer. Checkst du? Ja, Und das habe ich damals, muss ich sagen, auch ab und zu mal ja, gemacht. War witzig. Die haben dann auch gut Klicks gemacht, aber halt. Sehr abgefahren. War halt Das war eine einfach. dankbare Zeit. Weil, ja. Auf jeden Fall. Ja, das waren so die Anfänge, aber das ist ewig lange her. Also das ist wirklich so. Wann war das? Ich glaube, den Boah, Kanal gibt es inzwischen nicht mehr. Ich glaube, ganz. ich glaube, wir reden hier so von Zeitspanne so 2014er, oder? 2014, Wahrscheinlich, ja. 15? Da habe ich gerade mit dem Studium angefangen. Das war nach meinem Abi. Ich habe Abi gemacht. 12, 2015 war es wahrscheinlich. 2015, ja. Alter, ewig her. Twitch ging dann wann los? Wann warst du auf Twitch unterwegs? Für 2017, würde ich Kam das schätzen. von dir aus oder war das durch irgendwen inspiriert? Nee, das war Also von mir aus. jemand in deinem Umfeld, der irgendwie gesagt hat, hey, Twitch wird jetzt so das Ding, probier es da mal aus vielleicht. Aber Nee. Twitch, auch schon. Dann haben wir zur selben Zeit, glaube ich, angefangen. Wenn du 2017 Ja. auf Twitch angefangen hast. Also ich habe schon wirklich sehr, sehr früh auf Twitch angefangen, weil ich es halt irgendwie chillig fand, einfach mit Leuten zu reden. Ja. Da war immer so dieses, ja, du kannst halt einfach irgendwas labern und die Leute müssen dir zuhören quasi. Und wenn sie nicht, und wenn sie halt nicht, wenn sie halt keinen Bock haben, dir zuzuhören, dann gehen sie halt, aber dann, weißt du, Ja, was ich meine? das schließt ja immer durch. Ja, genau. Wie bist du dann, wann ist dann etwa so die Zeit gewesen, wo in diese ganze, ich sag mal, deine heutige Bubble so reingeraten bist? Da war ja viel dann Zusammenarbeit mit Max, dann so Chef Strobel, das hat sich dann so eine kleine Clique um euch gebildet. Ja. Wann kam der Kontakt zustande etwa? Also ich habe ja dann angefangen auf Twitch, richtig mit League of Legends. Ja. Ich habe das halt auch alles neben dem Studium gemacht. Also Eben. ich war da nie wirklich invested. Ich habe halt immer gesagt, okay, mach mal hier mal, mach mal da mal. Ja. Und dann habe ich halt mit League of Legends angefangen, habe da dann Maxim kennengelernt. Da hieß der noch Let's Read Small Books. Oh, geiler Name, Boah, Alter. Alter, Oder dass der, stimmt. da, das, ich weiß nicht, wann er sich Stimmt, umbenannt Let's hat, Read Small aber Books. Der hatte noch seine Storytimes auch noch früher ja, gemacht und übel so, ne? geil. Übel geil. Habe ich mit Maxim angefangen, war super geil. Und dann war ich auch mal da ich war da, glaube ich, auch einmal in der Analyse-Ecke, da habe ich dann auch Max kennengelernt, oder? War der da? Ich bin mir gar nicht sicher. Hab ich dann die Leute da so ein bisschen Also kennengelernt. Headquarter, wir reden hier gerade von Freaks for You Gaming. Freaks for You, genau. Maxim von Freaks for You Maxim. Gaming. Und stimmt, ey, habe ich voll vergessen. Da bist du ja dann auch noch voll drin gewesen. Da habe ich auch Sola dann zum ersten Mal getroffen. Der war da auch Genau. zu mir, mit mir zusammen in der ersten Mal in der Analyse-Ecke. War übel geil. Hat Niklas da dann schon gearbeitet, als du da warst? Du meinst du Ficklas? Ja. Ich habe Ficklas damals nicht kennengelernt, glaube ich, Ja, dann nein. war da wahrscheinlich noch im Accounting damals. Der, das ist, weil Niklas hat ja auch lange bei Freaks for You Gaming gearbeitet. Aber dann müsste es ja circa dieselbe Zeit rum gewesen sein. War das noch die Zeit, wo Dentist auch noch da war? Also Dekadent heute? Ja. Oder nee, ich glaube, das war noch vor Dekadent. Oh, holy shit. Ich glaube, das war noch vor Dekadent. Der ist ja nicht am Anfang dabei gewesen, oder? Nee, So der wie ich kam später weiß, dazu, der ja. kam erst später dazu. Das war noch vor Dekadent, ja. Alter, holy fuck. Dann ist das gut lange her. Gut, dann über Freaks for Your Gaming. Da waren dann ja Max und Miki auch so ein bisschen involviert mit der Zeit. Da Die habe kam ich dann. gar nicht kennen, die habe ich da gar nicht Da kennengelernt. gar nicht! Die habe ich da Ach, gar das nicht hätte ich jetzt kennengelernt. gedacht. Nein, Das nein. hätte ich jetzt Da gedacht. kam, also das war dann Gamescom. Was war die Gamescom, wo jemand vor den Stand geschissen hat? Welche Das Gamescom müssen die war das? 18er gewesen Dann war es 2018. Da habe ich dann, da habe ich dann, da habe ich dann, da habe ich, da hab ich dann Max kennengelernt 2018. Weil ich da, ich war, glaube ich, da habe ich dann Fortnite-Bühne irgendwas gemacht. Ich weiß nicht mehr genau. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr wieso, weil ich habe zu der Zeit echt fast gar nicht mehr gestreamt, sondern ich auf meinen echt alles sehr, sehr verwirrend. Aber da hat halt auch jemand vor den Stand geschissen. Also Ja, da ist dann auch mal ein bisschen weird. Da habe ich dann auch Max kennengelernt.
Und dann haben wir, glaube ich, übers Saufen irgendwie connected. Dann habe ich da irgendwie auf dem Boden geschlafen bei ihm im Hotelzimmer. Auf den Boden geschissen im Hotelzimmer. Wieland war der Täter. Ich war der Täter, ja. Ich war es 2018. Wer war es damals? Vom Fortnite-Stand. Da habe ich dann Max kennengelernt, habe mit Max viel Fortnite gemacht. Mhm. Das war ja gerade diese Hype-Zeit dann, ne? Genau, 2018 ist, glaube ich, Fortnite. Ist auch schon krass, dass Fortnite 2018 rausgekommen ist. Ich hätte gedacht, damals, als es rauskam, dass das so ein Ding wird. Ich, keine Ahnung, ich hätte es auch nicht so gedacht, aber es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Das war ja der Battle Royale-Hype, der damals angefangen ist, 13, 14 mit diesen Minecraft Hunger Games. Dann ging es ja weiter mit DayZ bzw. H1Z1. H1Z1, ja. Über PUBG, dann zu Fortnite und Fortnite hat dann ja alles gebrochen. Fortnite PUBG war vorher. Alles durchgeknallt. Genau, PUBG war ja. PUBG, H1Z1. Also PUBG war ein Mod auf Arma. Ja. Es gab einen Arma-Mod von Player Unknown. Ach so. Der hat dann gesagt, okay, das läuft gut. Ich mache mein eigenes Standalone-Game, nenne es Player Unknowns Battlegrounds. Ja. Hat ein Solo-Standalone-Game gemacht und ich glaube, ich weiß nicht, wann H1Z1 kam, aber ich glaube auf jeden Fall, dieser Arma-Mod war das erste, was da war. Vom Ding okay, her. Verstehe. Aber ich meine, der PUBG-Hype kam dann nach dem H1Z1-Hype, oder? Wenn ich das gerade so in Erinnerung habe. Ich habe die Zeiten da nicht mehr so ganz im Kopf. Weil ich glaube, als ich damals Kevin kennengelernt habe, da war er voll auf H1Z1 und als ich gestreamt habe, haben wir viel PUBG gespielt. Ich glaube, so war die Reihenfolge. Okay, das müsste kann so sein. Gewesen sein, ja. Ach, geisteskrank. Warst du da krass drin in PUBG und so? In PUBG war ich auch ein bisschen drin. Mhm. Da gab es ja noch damals auch übel das geile Format, was halt leider dann auch, es sind halt alles Baal, leider... Baal, ne? Baal, genau. Ja, Baal auch unglaublich krass. Sind alles leider Sachen, die halten sich halt nicht. Ne? Sobald leider. Du Influencer mit Profis mischst, dann hat immer der Influencer einfach keinen Spaß. Also der Content Creator. Ja. Und deswegen schade. Also Baal war auch geisteskrankheit, immer übel Spaß gemacht. Da war ich dann in PUBG drin. Mhm. Und dann kam halt Fortnite. Und was nach Fortnite? Dann kam nach Fortnite halt Minecraft. Dann ne? kam die große Minecraft-Zeit. Dann kam die Minecraft-Zeit und dann ist halt irgendwie so Variety und dann. So. Ich glaube, diese Minecraft-Zeit ist so ein Prozess gewesen, wo sich die Bubbles richtig, richtig krass vermischt haben, so in der Gaming-Szene. Fand ich aber geil, muss ich sagen. Ich fand es mega, auch richtig ich finde sowieso immer geil. Auch, ich sag mal, wir haben uns ja dann häufiger auch schon auf Events gesehen. Ich glaube, zuletzt war das Red Bull Game Royale-Ding. Ja. Ich finde es untergeil, weil da fand ich es richtig krass, sehr viele unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Bubbles, die halt so in den Teams aufgeteilt waren, dass dann auf einmal ein Felix von der Laden da beispielsweise stattfindet, ja. Der ja mit uns nie richtig viel so zu tun hatte. Ja, ja. Ich kannte ihn vorher durch die Hot Rod Tour nur und der kam ja aus meiner Heimatstadt. Das fand ich halt erstmal geil, dann einen Tomatolix, der eigentlich... Klar, der ist mit unserer Bubble hier in Köln ist der drin, aber Content-wise hat er ja eigentlich auch nicht viel mit den Gamern zu tun. Ja. Aber das ist irgendwie eine geile Truppe, die es hier gegeben hat. Und der größte Knaller für mich bei diesem Game Boy Royale, ja. Bruder, Luis Freitag, der Elevator Boy. Ja, fand ich auch, ich wollte es gerade sagen, dass sich jetzt auch diese TikTok-Atzen sich hier so mit vermischen. Voll ne? geil. Übel geil, weil das sind auch alles übel korrekte Leute. Aber nur die geilen, nur die coolen. So die, ey, ich ahn die Elevator Boys. Was die machen, keine Ahnung. Wahrscheinlich Trash. Aber es sind geile Typen, Digga. Ja. Es sind geile Typen. Sehen leider auch noch sehr gut aus. Das spielt ihnen auch noch sehr gut in die Karten. Aber der glaube, Luis, den wir am Start hatten. Ich glaube, das ist ihr Content, dass sie gut aussehen. Ich glaub, ja, das ist halt so gut. Aber es ist fair. Ey, ist geil, ja. Ist fair. Und beim Luis, ich dachte mir tatsächlich zuerst, oh, wenn wir den jetzt so dazu kriegen, der findet ja eigentlich gar nicht bei uns statt. Hm, wird das cool, wird das chillig. Und der war voll vorne mit dabei. Ich sage euch eins, mit Rumatra feiert man mit die wildesten Partys. Weil es gibt immer auf diesem Game Boy Royale ging es auch schon wieder heiß her, einen ja. Abend vorher. Und es gibt immer zwei Faktoren, wo du weißt, dass der Shit down geht bei so einer Social Media Party. Und das ist einmal der Fakt, dass die beiden Stemmler-Brüder da sind. Ja, ja. Und wenn Mark Eggers mit einer Biertulpe am Tisch steht und eine Rede hält. Da weißt du schon, ja, ja. Scheiße, jetzt geht's ab. Da hatten wir einen Abend vorm Hotel.
Ich sag mal, der Abend vom Hotel war auch geisteskrank, Alter. Ich sag mal, wo alle gut dabei waren. Ich glaube, Kevin hat sich dann noch beschwert, dass sie nicht gut, dass er irgendwie aufgeweckt. Nee, Gnu meinte, sie ist aufgewacht in der Nacht. Gnu war ja noch krank. Gnu, war sie? Die kam gerade aus der Lungenentzündung raus. Scheiße, Alter. Und wir standen halt, also, das war der Abend vor diesem Dodgeball-Event, wo wir uns dann halt, wo ich mir dann auf den Fuß gebrochen habe. Aber so eine andere Story. Auf jeden Fall, da war der Abend davor und wir haben halt alle übel gesoffen und wir standen dann alle vor dem, wir standen alle vor dem Hotel, in dem halt alle drin waren. Meistens werden immer alle Leute in dasselbe Hotel gebucht. Ja. Und wir wollten eigentlich Kevin abfacken. Ja. Wir wollten einfach nur Kevin abfacken, haben da hochgerufen, weil wo wir gedacht haben, wo Kevin ist, wir hatten ja keine Ahnung, hinter welcher Scheiß-Tür sind. Wir rufen einfach irgendwie alle übel laut hoch. Und es war in der Woche. In der Woche, mitten in der Hafen City. und schreien da rum wie blöd und haben gehofft, dass wir Kevin aufwecken. Und wir haben einfach nur Gnu aufgeweckt, die Arme, die irgendwie krank im Bett lag. Ja. So ein Scheiß. Es gab dann eine Szenerie, wie gesagt, alle rotze voll wie die Römer. Ich trinke keinen Alkohol, habe natürlich auch nichts weiteres konsumiert an diesem Abend. Und dann fand ich mich wieder, da warst du mit dabei, glaube ich sogar. Da waren wir im Aufzug mit den beiden Stemmler-Brüdern und ich habe gesagt, hey, lass doch auf mein Zimmer. Idiot, also wirklich, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist in diesem Moment. Ja. Aber seid ihr alle in mein Zimmer? Dann da habe ich mich abgeschottet, glaube ich. Beim Zimmer war ich nicht mehr dabei. Du warst mit drin. Du hast dir mit Niki hast du dir ein Bier reingefahren. Und Trimax hat diesen Ball genommen und die ganze Zeit gegen meine Zimmerwand geworfen. Nee, da war... Da doch, du warst sicher? Ich kann mich auch an irgendeine Ball-Action erinnern. Ja, aber ich glaube, ich hab auf jeden Fall nichts mehr getrunken. Da trinke keinen Alkohol, Leute. Ja, richtig. Jeder hat ja so einen Ball bekommen von diesem Game Royale, einen von diesen Spielbällen. Und da hat Max meinen genommen, der dann noch auf dem Bett rumlag und hat den irgendwie, das war dann mittlerweile 3:30 oder 2 Uhr morgens, hat die ganze Zeit gegen meine Zimmerwand geworfen. Ja, Max hat gar keinen Respekt vor irgendwem. Ne? Nee, überhaupt nicht. Und war dann aber so rotzevoll, dass er bei einem Wurf das Gleichgewicht verloren hat und neben mein Bett gefallen ist. Und dann lag er da erstmal 10 Minuten. Also wirklich gottlos, gottloses Bild. Aber da muss ich immer dran denken, das sind die schönsten Events, das macht immer am meisten Bock. Und ich glaube, das ist das auch... Der schönste Side-Effekt bei diesem ganzen Social-Media-Ding sind eigentlich immer die Partys. Ja. So, da geht immer meist ab. Gamescom, bist du da, ne? Nein. Warum nicht? Also es vielleicht auch nicht in dem Zeitraum, wo Seven vs. Wild ist. Ah, stimmt. Seven vs. Wild. Gut, dass du sagst. Kommen wir zu dem Thema.